Hallo und herzlich willkommen zurück zu Terranigma mit Tibi Let's Play in Storkholm, dem Dörfchen, das uns doch sehr bekannt vorkommt. Und dieses kleine trällernde Vögelchen hat uns zuletzt einen Brief von May Jo übertragen, in dem stand, dass wir nun nach Ostsibirien aufbrechen sollten, zum Beruger Turm. Und dort im Idealfall Beruger davon abhalten sollten, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Ich meine, er bekam einen schon immer irgendwie suspekt vor. Und ich denke mal, wir können ihn auch als Hauptantagonist momentan sehen. Andererseits, wo muss ich denn eigentlich lang? Da ist aber schon ortdicht. Ich glaube, da oben. Andererseits, ja, nach dem, was im letzten Part alles gesagt wurde und was da passiert ist, finde ich, dass die Definition gut und böse ein bisschen verschwommen ist in diesem Spiel. Ich meine, wir haben mit den Mondsteinen immerhin auch den Helden erweckt beim Südpol, der dieselbe Stimme wie Ark hat. Also man könnte sagen, sein gutartiger Zwilling der Oberwelt. Und Ark, unser guter Ark, war die ganze Zeit über der Antagonist, den wir eigentlich gespielt haben. Obwohl er ja zumindest meiner Meinung nach ein ganz netter Kerl ist. Ich meine, er hat ja auch für Gerechtigkeit gekämpft und hier und da, er hat den Leuten geholfen, beziehungsweise auch den Tieren. Er hat dafür gesorgt, dass die Welt wieder so ist, wie sie ist. Beziehungsweise eigentlich könnte man ja fast sagen, er hat dafür gesorgt, dass die Welt ja, doch trotz all dem einen anderen Verlauf eingenommen hat. Ich meine, Liam, der Löwe, hat ja auch gesagt, die Tiere haben sich nicht geändert, die Menschen dafür umso mehr. Wir haben quasi, könnte man vielleicht auch da so definieren, eine andere Welt dadurch erschaffen. Mit sehr vielen kleinen, nervigen Monsterchen. Ich muss gestehen, ich habe so ein bisschen die Orientierung verloren in diesem Wald. Ich hoffe, dass wir hier irgendwie trotzdem rauskommen. Also wir sind den ja im Grunde auch schon mal durchgegangen, nur halt in eine andere Richtung. Halt zum Dorf hin. Und jetzt muss ich irgendwie hier wieder raus. Gut, kommen wir nicht zu nah. Dann hier runter, denke ich mal. Das sieht mir auch schon wieder ein bisschen neuer aus hier. Ey, hör auf mich zu rösten. Menno. Aber hey, immerhin bin ich gut gerüstet. Wir haben die Terra-Lanze, die im Menü interessanterweise Elfenbein-Lanze hieß. Ich rate mal, man war sich bei der Übersetzung nicht ganz eins oder. Ja gut, was soll's. Im Grunde kann man einer Waffe auch einen zweiten Namen geben, ne? Also, Hauptsache, sie wämst gut rein, ne? Und wir haben eine richtig gute Rüstung. Und wir haben inzwischen auch den helleren Bereich des Waldes erreicht. Das heißt, für mich doch Ark ist gelähmt. Ey! Hallo! Okay, wir können anscheinend doch weiter. So. Jetzt hört doch mal. Aua! Wieso können Fledermäuse ein Leben? Ich meine, klar, Blutaussaugen, ja, aber das verläuft doch ein bisschen anders, oder nicht? Nun gut. Egal. Warte mal, hä? Ich habe gedacht, jetzt müsste ich hier runter, aber ich glaube, ich bin im Gedanken wieder in einem anderen Raum. Beziehungsweise Abschnitt des Waldes. Dann gehen wir mal hier lang. Brücke. Okay. Nehmen wir jetzt hier. Jawohl. So, tut mir leid, Wölfchen. Jetzt hat man zuletzt ja auch sogar flüchtig mitbekommen, die Seelen der Bewohner von Storkholm sind zu Wölfen geworden. Mit anderen Worten, hier sind die ehemaligen Bewohner des Dorfes. Und jetzt hier nur noch runter, ne? Dann
Fledermäusen. Dann bin ich gleich draußen. Norfesterwald. Ja, mir ist der Name etwas entfallen. Aber hey, wir sind jetzt endlich draußen. Juhu. Gut. So. Alles klar. Hier haben wir Leure. Das gute alte Leure. Ich überlege gerade, ob wir hier noch was machen können, was machen müssen. Ach, wieso bin ich jetzt schon wieder in Rüstung? Bibliothek. Ich wollte mal gucken. Ego-Spiegel. Ja, alles gut soweit, würde ich sagen. Ich habe zuletzt ein paar Zauberringe und so alles gekauft. Für den Fall das. Obwohl, hier fehlt mir einer. Naja, gut. Ich habe mir einfach nur gedacht, für den Fall das kaufe ich mal alles ein. Hornzauber, was war das nochmal? Erhöht Abwehr. Beschwört heilsame Magie. Die könnte ich vielleicht noch alle kaufen. Mehrfach meine ich jetzt. Knochenzeug, ermöglicht Frucht. Okay, das hätte ich vielleicht vorhin auch nehmen können, um aus dem Wald rauszukommen. Habe ich jetzt nicht dran gedacht, dass wir den auch noch haben. Weil ich ja mit diesen Zaubersprüchen an sich nicht wirklich viel anfangen kann. Und ich denke mal, ich werde sie auch wirklich alle bis zum finalen Bossfight aufbewahren. Auch wenn ich dann spontan natürlich nicht weiß, wo, ich sie dann benutzen soll. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Links oder rechts? Wo ist denn jetzt mein Zimmer? Jetzt habe ich die Dame natürlich nicht, habe ich ihr nicht zugehört, aber ich habe immerhin auf Anhieb das Zimmer gefunden. Yay! Ja, was ich sagen wollte, ich habe die Zaubersprüche ja an sich noch nie ausprobiert. Und es ist vielleicht auch ein bisschen bescheuert, dass ich sie mir dann trotzdem für den Endboss aufbewahre. Weil ich die dann bestimmt in die falsche Richtung pfeffern werde oder sonst was. Ohne Übung. Aber ich dachte mir, hey, wenn die Dinger schon Kristalle kosten und dann nur einmalig gültig sind, warum sollte ich sie dann für einen 0815-Gegner verballern, ne? Warte mal. Wo sind denn eigentlich die normalen Händler? Hier war doch irgendwo... War die in den Second Avenue? Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Ich habe den Grundriss von Leure leider auch nicht mehr so ganz in meinem Hinterstübchen. In meinem Köpfchen. Da ist der Winzer. Hier sind die normalen Wohnhäuser eigentlich. Ach, schade. So, ist das Orakel, dann werden die hier drin sein, oder? Jawohl. Was hast du da? Ermöglicht Flucht? Ja, komm. Heilzauber sind ja im Grunde nie verkehrt. Beschwört heilsame Magie. Dann habe ich nur noch 5 Kristalle. War auch interessant, der Fluchtzauber kostet nur 1 Kristall, der 2, der 4. Ich nehme den auch noch mit. Könnte ja mal sein, dass einem die Knollen dann ausgehen. Da wollte ich auch noch mal kurz gucken, ob ich da vielleicht noch ein bisschen was kaufen kann. Muss, wie auch immer. Nee, alles gut. Alles klar. Weil das brauche ich alles gar nicht mehr. Ich habe letztens noch überlegt, ob ich mir für eine Waffe oder für eine Rüstung sparen soll. Mein gutes Geld. Aber das hat sich jetzt, denke ich mal, auch erledigt. Jetzt, nachdem wir die Ausrüstung des Helden haben. Kommen wir jetzt nach Ostsibirien. Mit dem Flugzeug, ne? Mit dem Flugzeug, denke ich mal. Zumindest kommen wir so in Birugas Labor. Ich kann mir vorstellen, dass wir so auch weiterkommen können. Also,
Mein Steuerkreuz ist so durchgenudelt. Ich brauche, glaube ich, wirklich bald einen neuen Controller. Na gut. Ich habe noch ein kleines Häuschen. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal gar nicht aufgesucht. Und das sieht mir sehr nach Wills Haus aus. Ist er einfach nur umgezogen? Hallo, ist das Fliegen nicht wunderbar? Ich habe eine Bitte. Wenn du in eine Stadt kommst, in der man sich fürs Fliegen begeistert, dann gib doch diese Landebahnskizze ab. So können selbst weit entfernte Länder leicht erreichbar sein. Tust das für mich, ja? Bitte. Okay. Klar, mache ich. Du kannst mir die Skizze ruhig anvertrauen. Du tust es? Ja toll, ich verlasse mich auf dich. Arke hat die Landebahnskizze. Es wäre natürlich cool, wenn wir die jetzt an vielerlei Orte abgeben können. Dass wir jetzt halt nicht nur diese ein, zwei Landebahnen auf der Welt haben. Nicht leicht entfernbare Orte. Was ist das denn da für ein kleines Häuschen? Hi. Ich liebe es, in Ruhe das Feld zu bestellen. Sollte ich eines Tages wiedergeboren werden, dann als Bauer. Ja, mit Liebe und Leidenschaft bei der Sache. Seeheim ist zur Großstadt gereift. Ich mag lieber das Leben auf dem Land. Es ist viel gemütlicher. Eigentlich stelle ich mir das ein bisschen stressiger vor, wenn man quasi Selbstversorger ist. Andererseits, ja gut, dann hat man natürlich einen anderen Tagesablauf und alledem, ne? Je größer Seeheim wird, desto unvorsichtiger werden die Leute. Ist das ein gutes Zeichen? Als die Stadt expandierte, wurde die Farm kleiner. Nun müssen alle ohne frische Ware auskommen. Okay, das klingt natürlich echt nicht gut. Ja gut. Wo können wir denn... Ah nee, ich wollte eigentlich noch gar nicht fliegen. Ich wollte einfach die Landebahnskizze auch noch irgendwo abgeben. Und ohne Landebahn kann ich ja nicht landen. Also, hallo? Achso, ich muss tiefer, ne? Und dann geht's wieder. So. Ich meine, hey, wenn wir jetzt so einen Sidequest jetzt auch noch nebenbei bekommen, dann sollte ich mich vielleicht darum auch noch mal kümmern. Vielleicht Australien. Das könnte sein. Die Goldküste. Da hatte man ja eh überlegt, wie man mit dem Tourismus umgeht und all dem. Und einige wollten ja unbedingt, dass die Aufmerksamkeit der Welt mehr darauf gerichtet ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir in der Goldküste, also in der Stadt, dann noch so ein bisschen was zu tun hätten, theoretisch. Ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich so das Gefühl. Utensilien. Landebahnskizze, Wills genaue Skizze. Okay. Ja, und wir haben immer noch das Fiebermittel, ne? Also die Orchidee, ich meine, die habe ich ja dem einen Pinguin gegeben. Und es hat, glaube ich, auch vollkommen gereicht. Ich hätte keine 6 weiteren sammeln müssen durch Lotterie und Co. Aber, pff. Das ist ein Brief von Melina an Ark. Ohne Pfeife. Ja. Traumsäge blockiert Schlafzauber. Ja, gut. War das hier? Ne, das ist Touristikbüro.
Ich gehe dann mal zu den Bürgermeisterversammlungen. Ich denke mal, da werde ich die Skizze los, den Bauplan. Hey, was ist das denn da? Was? Kann man damit Landeplätze für Flugmaschinen bauen? Wir redeten gerade über die Möglichkeiten, die Stadt attraktiver zu machen. Können wir die Skizze haben? Ja klar. Hier, bitteschön. Das ist ganz im Sinne desjenigen, der mir die Skizze gab. Ark übergibt dir Landebahnskizzen. Ja, großartig! Auf diese Weise werden uns mehr Leute besuchen können. Wir werden sofort mit dem Bau beginnen. Cool. Wir werden das Dorf in die Nähe der Landebahn verlegen. Was? Wieso denn das Dorf verlegen? Das hat doch an sich einen guten Standpunkt da, oder nicht? Vielleicht werden auch junge Mädchen angelockt. Vielleicht aber auch nicht. Wir machen uns täglich Gedanken, wie man die Stadt bekannter macht. Wieso sollte man die in die Stadt verlegen? So, wie komme ich jetzt hier aus der Stadt wieder raus, damit ich die Landebahn sehen kann? Jetzt hier runter, ne? Mit dem Bau ist man noch nicht ganz so schnell, ne? BER lässt grüßen. Oh Mann. Nee, ist das innen? Muss ich noch was erledigen? Muss ich noch mal zu Will? Kann ja sein. Und wieso ist dein Haus so verdammt riesig? Ich werde die Stadt verlassen, wenn noch mehr Touristen kommen. Ja, geh doch. Ja, mal die beiden in den Giftshop. Nee. Ja gut, ich habe jetzt wirklich gedacht, ich könnte jetzt von hier aus einfach weiterfliegen. Weiter meines Weges ziehen. Aber nö. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich jetzt? Ich könnte jetzt wieder zurück zu Will, ihm sagen, ey, Landebahn ist an Arbeit. Dauert noch. Ne, kennt man ja. Bauarbeiten und so ein Kram. Es muss ja alles erstmal abgesegnet werden und dann kriegt man mitten beim Zementgießen mit. Ach ja, die Landebahn ist gar nicht lang genug und hier und da. Ach, das war ein Fels. Ich habe gerade gedacht, da wäre was im Meer. Nee, ist nur meine Fantasie. Gut, wieder zurück an die Beräte. Ich muss gestehen, ich finde das Reisen langsam auch wirklich ein bisschen umständlich von einem Ort zum anderen und hier und da. Wobei es ja trotzdem noch relativ schnell geht, ne? Hier kann ich auf den Turbo-Knopf drücken, das ist auch noch ganz okay. Mal ein bisschen höher. So, sieht man denn jetzt was, wenn ich hier über Australien fliege? Ja, die Landebahn ist da. Okay, hat es wirklich einfach nur ein bisschen Zeit gekostet. Ja, schön. Da mal runter. Eine halbe Weltreise lang hat es gedauert. Oh, gut. Damit sind sie immer noch schneller als Berlin. Aber sonst hat sich hier nicht viel getan, ne? Ich gehe nochmal zu dem Bürgermeister. Zu der Bürgermeisterversammlung. Bestimmt wird da jetzt ein anderer Satz gesagt. Bestimmt. Wir haben hart gearbeitet und die Landebahn bereit vollendet. Vielleicht wird die Stadt nun berühmt. Vielleicht.
Dorf in die Nähe verlegen. Ich glaube, das ist etwas übertrieben. Dich habe ich gar nicht angesprochen. Worüber reden die Leute denn den ganzen Tag? Mir wäre es lieber, wenn nicht so viele Fremde herkommen würden. Naja. Trotz alledem habe ich die Weltreisen an sich etwas vereinfacht, würde ich sagen. So, für den Fall, dass ich nochmal herkommen sollte, haben wir jetzt die Landebahn. Ich fliege jetzt aber trotzdem wieder zurück nach... da, wo es kalt ist. Sibirien. Ich dachte richtig nicht. Ich bin da falsch. Ich muss da lang. Na ja, gut, dass ich gedankt habe. So, Tibet, da. Runa. Ich hoffe, ich bin jetzt auch richtig und muss nicht mit den Möwen fliegen. Aber im Grunde, wenn ich jetzt hier immer weiter nach Osten gehe, sollte es doch auch gehen, oder nicht? Dann sollten wir doch hier auch irgendwas sehen können. Ich meine, da ist eine Brücke. Sibirien? Ja, habe ich, glaube ich, schon was geholt. Ja, genau. Ja. Sibirien? Da scheint es weiter zu gehen. Das sieht doch sehr interessant aus. Labor. Überlass es Perry. Ich weiß, wo wir Beruga finden. Wie aufregend. Der König der Tiere beschützt mich. Ich hoffe, Liam weiß auch, dass... ja, dass sie Freunde sind und Merlin nicht gefressen werden sollte. Na endlich, du bist da. Dies ist Berugas Laborturm. Hoch oben geschehen grausame Dinge. Mir scheint, dass Beruga von einer höheren Macht gelenkt wird. Er predigt, dass ein Wesen des Untergrunds die Welt befreit. Ich weiß nicht, was es für ein Wesen ist, doch ich fürchte es. Kumari hat verkündet, dass nur Ark die Welt befreien wird. Wir werden alles tun, um ihm zu helfen. Indem wir ihm Platz machen. Und nicht im Weg stehen. Perry! Lass uns durch eine andere Tür eintreten. Ark, ich vertraue dir. Ich vertraue dir auch Merlin an. Bis dann. Endlich kann ich mein Skateboard wieder einsetzen. Ark, versuch nicht, mich aufzuhalten. Das habe ich eigentlich nicht vor. Wie aufregend. Der König der Tiere beschützt mich. Ich hoffe, Liam weiß auch das. Weiß das auch. Ark? Wir kommen doch am einem Stück wieder hier raus, oder? Dort vorn ist eine Überwachungskamera. Die übernehme ich. Kann man eine Überwachungskamera mit Illusionen eigentlich täuschen? Das ist jetzt meine Frage. Ich kann mich noch nicht bewegen. Hä? Was jetzt? Hallo? Spiel? Okay, Merlin hat einfach nur sehr lange gebraucht und es gab keine Animation dabei. Ich habe schon das Schlimmste befürchtet. Gut, Ark. Ich bin beruhigt? Nee, ich bin fertig mit der Arbeit. Ich bin ja auch kein Kind mehr. Ich glaube nicht, dass die Kamera uns wahrgenommen hat. Hallo! Endlich kann ich meine Fähigkeiten nutzen. Los, gehen wir! Wir gefährden die anderen, wenn wir hier bleiben. Da, Vorsicht, ein Roboter! Ich werde ein Trugbild schaffen, das uns tarnt. Geh du vor. Okay. Kann ich darüber springen? Nein. Gut. Vielleicht nicht. Was? Aua!
Kopf! Aua! Ey! Aua! Perry, was sollte das denn jetzt? Bist du überrascht? Roy hat den Kran gesteuert. Deshalb hat alles so geklappt, gewackelt. Mein Kopf tut so weh! Aua! Ich hätte nie gedacht, dass Heldsein so schwer sein kann. Beschwer dich nicht. Lass uns weitermachen. Kann nicht nach oben? Nein. Da ist eine Wand. Dann gehen wir weiter. Ich glaube, die Laserstrahlen kommen von dort. Majo hat die Gabe, in die Zukunft schauen zu können. Er wusste, dass ihn Laserstrahlen verletzen würden. Endlich kann ich mein Skateboard einsetzen. Warte hier. Ich werde die Feuerluke verschließen. Oh yeah! €5 an den Grafiker dafür, dass wir keine Animationen gesehen haben. Arg, alles klar. Jetzt können wir weiter. Los! Das ist ein bisschen schade. Ich hätte schon gern die Laser hier gesehen und den ganzen Kram. Aber gut, meinetwegen. Nun, was hältst du davon? Ich werde dich mit Merlin begleiten. Du gehst nur vor, ja? Okay, und die Schalter hier. Ja, gut. Oh, ich habe jetzt wirklich langsam auch das doofe Gefühl, dass wir eben jetzt wieder alle Charaktere mit Namen, wie eben jetzt Perry oder Roy oder wer auch immer, dass wir sie alle nochmal treffen, damit wir noch so ein paar Sympathiepunkte bei ihnen bekommen oder halt andersrum sie bei uns und sie dann einen grauenvollen Tod erleiden müssen. Das bezweifle ich, also das befürchte ich langsam. Ein bisschen klischee-mäßig. Ich hoffe ja, dass es sich anders entwickelt. Würfel. So eckig. Bäh. Aber rund ist doch Trumpf. Okay, da geht's nicht weiter. Dann gehen wir noch nach links. So viel dazu. Es ist lange her, Ark. Du hast viel bewegt. Man muss zwei der Hebel gleichzeitig betätigen, um die Luke zu öffnen. Ark, nimm diesen Hebel. Bereit, Fieder? Dann los. Affen, wir treffen uns später. Das läuft alles viel zu glatt. Und hier ist auch wieder kein Gegner, kein gar nichts. Kann ich hier irgendwie was... Hey, immerhin Roboter zum Bekämpfen. Yay! Erfahrungspunkte! Juhu! Das war's aber dann auch, ne? Keine Kiste, kein gar nichts, ne? Ich gehe mal da unten links nochmal rein. Wenn es einen rein gibt. Jawohl. So, Bums, Valera. Wie viele Erfahrungspunkte hätte ich dann noch für Stufe 31? Die ich wahrscheinlich gar nicht mehr brauche. Aber ich möchte nicht unterlevelt sein. Ja gut, so ein bisschen, ne? So ein bisschen. Wobei, wenn die jetzt einfach respawnen, dann kann ich das natürlich bis in die Unendlichkeit durchziehen. Oh hier, cool, sogar ein bisschen Gold. Ja komm, nimm mal mit. Dann kann Ark am Ende nach den Credits sich immer noch ein eigenes Haus kaufen. In Liberita. Oder Neo Tokyo, oder je nachdem, wie der Immobilienmarkt denn so veranlagt ist. Wisst ihr was, das ziehe ich jetzt wirklich mal eine Weile lang durch. Und ja, dann schauen wir einfach mal, ne? Und ich denke mal, unsere Freunde werden in der Zwischenzeit ja noch geduldig genug sein, dass sie drüben auf uns warten. Ich meine, jetzt habe ich eh die 30 Minuten rum.
Und ich möchte den Part jetzt auch nicht unendlich lange laufen lassen. Von daher, mein Lieben, bis bald und tschüss.